Ein herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Need for Speed Most Wanted. Ja, in der letzten Folge haben wir ein neues Auto gekauft. Oder, ja, doch, gekauft haben wir. Wir haben es gekauft und zwar den Lamborghini Gallardo. Jetzt haben wir wieder 5. Der Supra ist noch gut. Das ist der schwächere. Den können wir da mal wegnehmen. Verkaufen, genau. Den tun wir einfach verkaufen. Kaufen für 17.500, das passt doch. So, das ist mal erstmal was erledigt. So, dann haben wir noch ja, drei sehr gute und dann noch einen mittleren, mit dem wir jetzt noch, ja, wir haben in der letzten Folge auch, oder vorletzten Folge, Blacklist Nummer 5, 6 eliminiert und jetzt haben wir schon mal die Meilensteine erreicht von 4 Meilensteinen. Wir haben das irgendwie, das haben wir gar nicht gecheckt, dass wir in Kommen eine Verfolgung weniger als 2 Minuten, okay, gut. Das haben wir hingekriegt. Wir müssen jetzt noch einen Sachschaden von 100.000 Dollar, dann müssen wir noch einen Kopfwert von 200.000 Gold und 6 Nagelbänder. Gut, das machen wir mal. Und ja, ich sage, das machen wir in die Folge mal. So, mal schön gesamt. Wir sind auf Stufe 1, wie immer, nach jedem Backlist. Fahrer, den wir geschlagen haben, sind wir auf 1. So, Sachschaden. Kopfgeld haben wir 200, wie viel Sachschaden haben wir denn schon? Noch ein bisschen. Ja, komm, bleib mal dran. So, noch ein bisschen mehr Sachschaden reinballern. Es kann sein, dass es ein bisschen länger wird, die Folge heute. Also, eine verlängerte. Ah, da ist sie. Ja, ich dachte schon. Die Minimap habe ich schon geschaut. 4 Delta 21. Erbitte schnellstmöglich Lagebericht. So, dann lasse ich dich mal vorfahren. Bitte, ich fahre jetzt mal vor. So, dann fahren wir doch mal in den Highway. So, oh, haben wir doch mal erfolgreich. So, wie viel Gold? 1000 haben wir. Okay, die eine ist ausgeschaltet. Wir haben eine Einheit verloren. Wiederhole, Einheit verloren. Okay, ich frage mal, wo sind die anderen? Wir sind jetzt auf Stufe 2 nämlich. Ah, da sind sie. Genial. Einmal richtig frei ballern. So. Das war auch keine, nee, Nagelbänder ist es noch nicht, weil wir sind noch nur auf Stufe 2. Sieht ihr links? Unten, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, links auf das Minimap oberhalb der Minimap so ein. Da ist eine Flamme, sag ich mal, mit X2, das ist die Wartungsstufe 2. So. Code 3 Verstärkung, ja, Code 3 Verstärkung. Auf dem Weg, Code 3, haltet durch. So, wir waren hier auf der Highway, das ist einfach ein bisschen leichter zum
wiederhole ich mich einfach schon öfters mal. Aber leichter zum Sachschaden. Sachschaden mehr hier. Durch Sachschaden kann ich auch wieder in der wie sagen nur ihr Kopfgeld absahnen. Jawohl, jetzt sind wir irgendwie auf Stufe 3. So. Jetzt reichen nur noch 15 Sekunden. So, 15 Leute, jawohl. So, dann lass doch mal die Spiele beginnen. So, let's go. Verstanden, Bravo 26. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. So, ich bin jetzt erstmal durch. Sehr gut. Oh, es war auch noch kein Nagelband, okay. Wir werden wahrscheinlich auf Stufe 4 kommen. Das Millionen Nagelbänder bekommen mit dem Auto. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen hier in den. Gehen wir mal. So, bumm. Und damit sind sie alle erledigt. Dachschaden. Haben wir auf Infra, Kopfgeld wissen wir noch. Ah, da sind sie. Da ist noch eine, okay. Eine haben wir jetzt mindestens insgesamt. Okay. Jawohl. Let's go. Let's go, Rumble. Wie lange wird das dauern? Müssen diese Fahrzeuge ausschalten? Zack. Juhu. In Position gehen und für Zugriff bereithalten. Jetzt verbunden. Und dann lassen wir uns doch hier beginnen. Dann strafen wir hier durch. Juhu! Durch das Krankenhaus. Durch das Krankenhaus. Sierra 1, lasst ihn nur kommen, wir haben eine Straßensperre errichtet. Juhu! Habe Sichtkontakt verloren, versuche ihn wiederzufinden. Er ist direkt vor mir, ich bin wieder dran. Vergesst meine letzte Meldung. Nichts zu machen, er hält nicht an. Versuche ihn abzudrängen. Leite 1059 ein. Wir gehen auf Alarmstufe 4. Wiederhole, Alarmstufe 4. Er fährt wieder ins Krankenhaus. Ziemlich schnell. Okay, wir sind auf Stufe 4 jetzt. Ja, da ist der Helikopter. Das ist doch ein sehr guter Einsatz. Nein, er fährt noch. Jawohl, und Kopfgeld. Wir befinden uns direkt über dem Zielfahrzeug. Sollte sich was ändern, okay. Sehen wir uns. Zack, und da haben wir sie ausgeschaltet. Ja, das macht nichts.
Ah, ich bin erwischt worden. Ah, schade. Aber ich komme eh kostenlos, ich kann ein Symbol nur freikaufen. Ich wiederhole, Verdächtiger ist verhaftet. Nee, ich muss ein Symbol bezahlen. Wahnsinn annehmen. Ja, dann machen wir doch nochmal von vorne. Boah, Leute, jetzt ist aber eigentlich. Komm on. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Aber das nervt doch einfach. Mann, das nervt. War? Ja. Also der vorige Versuch jetzt, bevor ich jetzt hier den angefangen habe, da war ich schon fast fertig. Dann bin ich ausgerechnet in einem Nagelbrett einfach. Jetzt müssen wir es nochmal machen. So viel Zeit habe ich eigentlich nicht. Das ist jetzt schon 10:45. Und auf 11 muss ich hoch. Dann müssen wir im Auto fahren. Im Auto habe ich keinen Bock. Schade. Ja, perfekt. So. Ja, wir kriegen das jetzt mal ein bisschen schneller hin. Unser Mitsubishi. Ich hoffe, dass wir den besser hinkriegen. So. Den haben wir auch mal ausgeschaltet. Oh. Jetzt ein paar ausgeschaltet mal. Ich bin dabei. Geh auf Boot 3 und steuer auf. Er ist durch die Schraubensperre gefahren. Ah, da. An der Seite, da, ja. Okay, gut. Ich eigentlich schon lange gebraucht, aber dafür hoffe ich, wir kriegen das jetzt noch hin. Dann müssen wir die kurz Aufnahmen, Pause machen und dann spielen wir dann nochmal weitermachen. War natürlich nicht so absichtbar. Ich dachte, ich schaffe das auch gleich im ersten Versuch hier alles noch, aber das ist wohl nicht so gewesen. Ja. Ich bin alleine. Er hat alle anderen ausgeschaltet. Ich brauche Verstärkung. Hey, ich kriege ein bisschen Verstärkung von 60 Sekunden. Meine Fresse. Server 1, warte mit ein paar anderen Einheiten direkt vor den Verfolgern. Mit dabei. So, let's go. Ja, ein bisschen RAM hier. Verfolgungsschaden, ja. Da sind sie, da sind sie. Der Träger dran und tut alles, was nötig ist. Haltet euch bereit,
Typ ist außer Kontrolle. Hat uns deutlich mitgenommen. So. Bravo 2-9. Ihr seht mich gleich im Rückspiegel. So, sagt dann. Warum? So, dann haben wir noch mal ein paar Strafschäden. So. Die Karre, den mache ich fertig. Ich mache ihn fertig. Ja, ich mache ihn auch fertig. So, schau mal, wie viel wir brauchen hier. So, bleib mal schön dran. Ich hab euch noch was. Fahr ich jetzt nicht durch. Wir haben hier noch was. Da hinten haben wir noch was, genau. Ah, da haben wir Polizeiwagen. Haben wir auch mal. So, wie viel brauchen wir denn jetzt noch von Kopfgeld? Oh Gott. Brauchen wir noch mega viel Kopfgeld, ey. So, ich bin auf Stufe 4, jetzt kriegen wir die auch mal ein bisschen schneller hin. Schön fahren hier rein nach Rockford City. Verfolgereinheiten, auf eurem Bildschirm könnt ihr sehen, wo wir mit unserer Straßensperre warten. Versucht ihn uns in die Arme zu treiben. An alle Unterstützungseinheiten, Fahrzeug wurde zip. Alles klar, ich hab ihn. Fahrzeug ist lokalisiert. Code 3 Einheiten sind unterwegs, Zoll. Ihr könnt sie direkt vor euch sehen. So.
Mann, ey. So, jetzt haben wir es auch endlich mal geschafft, Leute. Alle Einheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Zuletzt wurde der Verdächtige gesehen in Richtung Norden durch Century Square. Ich habe zehn Minuten habe ich das geschafft. Das passt doch. 10 Minuten. Boom. Ich gehe jetzt raus aus dem Ganzen. Ich hoffe, wir haben jetzt die mir alles reichlich geschafft. Okay, gut. Dann würde ich sagen, dann war es auch schon von meiner Seite wieder. Alles weitere findet ihr wie immer in der Videobeschreibung unten verlinkt. Und wenn ihr die Folge wieder gefällt, dann lasst einen Daumen da. Und wenn ihr euch nichts verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns wieder morgen in alles Frische. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.